Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Dienstagmorgen. Heute ist der 1. Juni 2021 und heute haben wir einen kleinen keltischen Freitag und morgen am 2.6. haben wir einen Halbmond, also einen keltischen Samstag. Ich habe mich aber für den Ingress, für den Übergang oder den Einstieg der Venus in den Krebs entschieden, weil dieses Horoskop circa 3 Wochen dauert, bis zum 27. Juni, wenn ich mich jetzt richtig erinnert habe. Also das heißt, bei mir hat immer das längere Horoskop den Vorzug. Das wäre ein Wochenhoroskop, also bis zum Neumond. Und das ist ein 3-Wochen-Horoskop. Also 3 Wochen geht eben, bis die Venus dann in den Löwen kehrt. Zunächst einmal ganz lieben Dank dafür, dass ihr es genehmigt hat, dass ich dieses Format jetzt habe, weil üblicherweise hatten wir links und rechts diese 2 grauen Streifen, jetzt haben wir halt rechts 2 schwarze Streifen, die klassische Win-Win-Strategie. Für dich bringt es den Vorteil, halbes Download-Volumen, und für mich bringt es den Vorteil, es geht alles jetzt deutlich schneller. Ich habe gestern schon über 2 Stunden Einsparung gehabt, was natürlich eine grandiose Sache für mich ist. Also ich bedanke mich herzlichst, dass ihr das genehmigt, also dass ihr damit einverstanden seid. Wir haben für morgen folgende Zahlen. Die 2, die 8, die 10, nochmals die 10, die 12, die 13, die Quersumme 4. Die 2 ist zunächst einmal eine, das ist Neptun, also die 2 steht für das Sternzeichen Neptun. Und hier würde ich sagen, geht es natürlich auch sehr stark um gefühlvolle Sachen, um Einfühlungsvermögen, Intuition, aber auch um Täuschung. An zweiter Stelle, und das ist, würde ich sagen, die entscheidende Karte für die nächsten 3 Wochen. Ja, ich weiß, es laufen immer diverse Horoskope gleichzeitig. Meistens sind es so 5, 6 Horoskope, die ständig laufen. Wir bekommen die Energien zurück, die wir ausgesendet haben. Gerechtigkeit, ja, hier steht die 11 oben, stimmt, das ist aber nicht die 11, das ist die 8. Ja. Und ja, wir bekommen halt, was wir gesät haben. Das ist so wie bei den Feldern. Es wächst meistens das, was man im Frühjahr oder im Vorjahr gesät hat. Die 10 an dritter und vierter Stelle, das Rad des Schicksals, das steht für mich für die Sonne, also sozusagen unser Sonnensystem. Hier geht es darum, dass ein Zyklus zu Ende geht und ein neuer Zyklus beginnt. Also das heißt, das, was jetzt abgeht, ist eine sehr schicksalshafte Sache. Es ist uns bereits aufgefallen. Die 12 an fünfter Stelle hatten wir schon gestern, nur war sie gestern an letzter Stelle. Die 12 bedeutet eben, dass das Leben Kopf steht, dass wir eben mit großen Entbehrungen konfrontiert werden. Ja, dass die Dinge halt ein wenig aus dem Ruder laufen für uns alle, aber wir sind gut vorbereitet und die Dinge können kommen, wie sie kommen wollen. An letzter Stelle haben wir dann die 13, den Tod, und ich würde sagen Niedergang, Transformation, Veränderung. Das sehen wir auch hier sehr, sehr schön, weil der Herrscher des Aszendenten, die Venus, ist auch gleichzeitig Herrscherin des 8. Hauses, Spitze 8 im Stier. Also die Venus Herrscher von 1 in 9, aber auch Herrscher von 8 im 9. Haus. Und als letzte Zahl haben wir die 4, den Herrscher. Das heißt, worum geht es? Es geht um starke Machtspiele und naja, da gibt es halt immer dann Sieger und Verlierer, beziehungsweise auch entsprechend viel, ja, leider auch Leid. Weiter zum zweiten Teil. Ende.